Eigentlich wollte ich diesen Hals-Nasen-Ohren-Arzt etwas fragen, und zwar eine Frage, die mich seit Corona beschäftigt. Wir sollen jetzt alle Maske tragen, damit wir niemanden mit Corona infizieren können. Was ist nach Corona? Was macht man mit der Grippe? Ich könnte HIV-positiv sein. Ich könnte Hepatitis haben. Laufen wir jetzt bis alle Ewigkeit mit Masken rum? Und noch ganz kurz eine furchtbare Geschichte, die ich gestern erlebt habe. Mein Hausarzt, nicht Herr Eifler, ganz normaler Hausarzt hier im Hinterland, hat mir vor ein paar Wochen eine Maskenbefreiung ausgestellt. Alles gut. Gestern hatte ich einen Termin bei ihm zum Blutabnehmen, Vorsorgeuntersuchung und meine monatliche Vitaminspritze geben zu lassen. Er hat mich aus der Praxis rausgeworfen, weil ich keine Maske getragen habe. Ich versuchte, ein Gespräch mit ihm zu führen. Dann hat er gesagt, dieses Attest sei nur für normale Zeiten. Aber nicht jetzt, wo die Infektionszahlen so hoch seien. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, dass die Infektionszahlen durch das viele Testen zustande kommen? Ist mir egal. Da diskutiere ich jetzt nicht mit Ihnen drüber. Dann hat er überlegt, was wir jetzt machen. Dann hat er gesagt, sine qua non. Entweder Sie ziehen eine Maske auf oder ich behandle Sie nicht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich brauche die Spritze monatlich und das Corona geht noch viele Jahre. Also habe ich gesagt, okay, ziehe ich die Maske an. Ich bin rein, habe mich hingesetzt ins Labor. Die Krankenschwester hat noch ein Weilchen gebraucht, bis sie meine Spritze fertig gemacht hatte. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin aufgestanden, ich bin aus der Praxis rausgerannt. Ich habe nur noch zurückgerufen, ich warte draußen, wenn ihr soweit seid, holt mich rein. Das haben sie dann gemacht, hat mir die Spritze in den Hintern gehabt. Dann hat sie gesagt, ja, was machen wir jetzt mit dem Blutabnehmen? Ich habe nur noch abgewunken, bin rausgerannt. Ich weiß nicht, wie ich das in Zukunft machen soll. Ich schaffe das nicht mit der Maske. Das ist kein Spleen von mir, ich schaffe das nicht. Ich werde mir jetzt, die Ampullen sind beim Arzt hinterlegt, ich werde mir die Ampullen abholen und mich in Zukunft selber spritzen.